Das an Doc. Dog ab. Ohne Aufnahme heute. Lass einfach laufen. Noch das Schiff versichern, ne? Fleet allein Gidali, gell? Fleet allein Gidali. Fleet Warp Gidali. Wir haben jetzt keinen Scout. Das heißt, wir schauen da mal relativ gleichzeitig springen. Die meisten von den Feinden sind oben. Das heißt, wir treffen maximal auf zwei oder drei Gegner. Die kriegen wir sowieso kaputt mit unserem Setup. Der Check Legion, Core Azor, Outgoing Armor. Copy. Fleet Jump Jump. Check Check. Legion in Armor Gate. Copy. Fleet allein Molea. Fleet allein Molea. Hop up. Wen sollen wir zippen? Check, check, jumped. Legion jumped. Walked. Sorry. Wo seid ihr? Ich bin auf Pallas. Ich bin auch noch in Pallas. Fleet under, please, in Pallas. Stopp. Für alle, die hört es mir jetzt zu und ihr macht es genau das, was ich sage, halt bitte zuhören. Ich gebe es eh doppelt wieder. Also, Fleet Undock in Pallas. Best Speed to Gidali and Jump. Fleet Warp Molea Gate. Alle Nachzügler kommen dann zu mir. Fleet ist in Gidali. Warp to Molea Gate. Disco. Copy. Fleet hold Molea Gate. Fleet hold Molea. Bitte die Gnosis nächste Mal nicht mehr vorwerfen, wäre lieb. Fleet hold. Eine ganz, ganz kurze Frage. Wie yep. Sollen die Logis retten? Also wie ist das aufgeteilt? Nur die Damage-Leute. Nur die Damage-Leute? Teilt es euch auch selber intern. Macht einen Chat-Channel auf, teilt es euch intern auf. Seid ihr für Logis? Braucht ihr Cap-Chain oder ohne? Zwei haben Cap-Chain. Ist schon organisiert alles. So. Gut. Ihr achtet auf den Broadcast. Jeder muss wissen, wie er broadcastet als DDler, als Damage. Es werden nur die Damage-Dealer heute repariert. Alle anderen fliegen in Eigenverantwortung. Only the Damage-Dealer get rap. Blackbirds and Sniper, no rap. Lodges also. Fleet is in Gidali at Molea Gate. Hop up. Alle zu mir. All Fleet to me. Please invite. X and Ali. One logistic is missing in the squad. Copy, who? Okay, make a disconnect. Okay. Check, check, an Apostel, nur noch vier Leute. Copy that. Ja, meine Schuld sein. Du passt mal auf, wo die hinfliegen, Fletty. 30% Shield. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich war kurz woanders. Oh. Aber die sind noch hier dran.
Ishtar, drei Oracles hier. At POS. Two ships from Blackbird fleet missing. Die haben aber in einer Tele am Mühlengate auf dem Scout stehen, an beiden Seiten. Wo? In Mamün, am Anatele-Gate und im System Anatele am Mamün-Gate. Okay. Beiden Richtungen haben die, glaube ich, einen Scout. Okay, Fleet is now in Gidari. Check, check. Three hostiles reapproach, pause. Copy that. Fleet jump, jump. Align outgoing gate. Fleet align outgoing gate. Full lead, warp. Not read it. They check one hostile in Amar not located. Copy. All members at the fleet or someone missing? Logit DC to come back soon. Okay, copy. Can he follow off his own? Yes. Okay, copy that. Fleet hold, Nakrida. Fleet hold. Harbinger plus one, sex status. Harbinger plus one, and status of the next system. Wir treffen uns in Amar sowieso. Kann es jemand im Adjutant sagen? Status nach Rede, please. Die habe ich immer noch hier. Okay, Fleet Jump Jump. Du kannst mich immer vorschicken, ich bin neu. Kirby, magst du eins vor? Plus eins bitte. Fleet allein, Corsair Prime. Fleet allein, Corsair Prime. Station. Rat an welche Station dann? Die normale Amar Emperor Family Academy. Was weiß ich, wer. Schaut einfach auf mich, ich gehe dahin. Wer ist da? Just New Land. Passt. Okay, Fleet Warp Cursor Prime. Fleet Warp Cursor Prime. Fletty Status. In Anatele 1, 2, 3, 4, 5, 6. An der Post. Megatron, Myrmidon, 3 Oracles, Tornado. 6 an der Post. Ich glaube 9 oder 10 im System. Also die sind alle bei dir, passt. Nein. System. Ja, im System meine ich ja, die sind bei dir alle oben. Check Hostel at Amar Emperor Family Academy. Ja, it's only one, it's no problem. Please jump up. Megascon Navy issue. Yeah, it's no problem for us. Okay, Fleet online Amar. Soll ich immer noch plus 1? Copy that. Sorry for disrupting, I want to join the PvP fleet, where can I join you? Scrat, where are you? I want to logging in. Station Palas. Okay, copy that, come to Amar. On your own, please. Copy.
Don't warp. Was du ist, Jasper? Jupp. Copy that. Fleet allein einmal. We are waiting for one member. Two hostages. Letcher, übernimm mal ganz kurz. Fleet nur ausgerichtet lassen, bis alle bei der Fleet sind. Ich muss ganz kurz in die Lobby. Was ist denn dieser Electric Style hier? Das bin ich. Wo seid ihr gerade? Quatsch doch nicht so ein Blödsinn am Loke. Wer? Wo seid ihr gerade? Der Fleet? Where is the Fleet? Coruptor Prime. Fleet Chat. Align, Fleet, Align, Amar Gate. Fleet, Align, Amar Gate. Question, is the Fleet in the Finder? Oh, I see it. Joining. And I'm flying to your destination, Amar Gate. Where are you? I'm at the moment in Palas. Okay, come on. I'm starting. Fleet coming from... with Mala. Okay. Copy. Right, please select the right squad on your own. User Copy. Joined your channel. Okay, Fleet Commander is right back. I'm at let. Okay. Fleet aligned at. Gate, Amma. Copy that. Scratch, how far jump? How many jumps are out you? How many jumps? I'm starting, beginning with 5 jumps. Copy that. I have no idea what squad is better. Jump erstmal. Was für Schiff hast du, Scratty? Maler. Hast du irgendwas anderes? Du hast nichts anderes rumstehen, gell? Kein Dreck oder so? Drake ist in Kurama. Okay, that. Ja, gut, dann fliegt das Ding, passt schon. What's the actual situation? Wir gehen den anderen nicht richtig auf den Sack und machen Spaß. Ich bin stinksauer und ich habe einen guten Abend. Wir haben immer noch einen in Amas-NG da sitzen. Den holen, könntest du irgendwo mal einen Kurs ausloten, wo wir uns da treffen können? So kurz 5 Jumps out vor Mormonen. Zwischen Yita und Amar. Wer Lust hat, kann da kurz mal auf dort dann nachschauen, wo wir uns treffen können. Weil wenn die eh da sitzen, dann ist eh keiner da. Das, also kann er in Ruhe runterfliegen. Soll aber dann bitte docken. Charlie, also nur nochmal zur Übersicht. Ich bin gerade bei Ledger in das Squad mit dabei. Das, da steht drauf Sniper. Macht nichts. Okay, alles klar. Der Damage ist eh schon voll. Ich müsste uns nochmal ein Damage-Squad aufmachen, aber dafür gehen meine Skills jetzt schon langsam aus. Weil ich will jetzt keine Unruhe reinbringen, ich will es so kurz wie möglich halten, damit alles klappt. Ne, wir warten jetzt auf dich, wir haben Zeit. Ihr seid in Amar? Wir sind in Coasa Prime. Ah, Amar Gate. Jawohl, okay. Nicht am Amar Gate, am Ingoing Gate, Richtung Amar ausgerichtet. Wir warten auf dich. Copy. 3 Jumps. Klasse Kompliment, 24 Mann Setup heute, top. Weiß jeder, wie er broadcastet, wenn er Rap braucht. Does everyone know how to broadcast Rap? If anyone doesn't know, an X on the Fleet Chat, please. Okay, open the Fleet Menu. Klick der History Tab, Flottmenü öffnen, Geschichte, Set Filter to Broadcast History, Filter Broadcast History, and on the bottom there are signs, and one of those is Need Armor. Does that make sense? Alles okay? Alles klar? Bitte nur mal kurz von Anfang an. Okay, Flottenfenster, wenn offen ist. Unten habt ihr ein paar Symbole.
Wir können das auch aufklappen. Unten rechts in der Ecke habt ihr zwei Pfeile, die nach unten zeigen oder nach oben. Draufklicken, öffnen sich kleine Symbolchen hoch. Genau. Copy. Und da ist das zweite Symbol, ich brauche Armor. Okay. Wir können es aber auch so machen, Escape, Shortcuts, Navigation und dann Broadcast, Lead, Armor. Ich hab's mal auf X gelegt. Helegrify, Simon and Thrawn, Broadcast for Armor. Hat's gepasst? I'm in Nackrekte. Kappen. Fleet hat es geklappt, dass ich Armor brauche? Ja. Yep. Das siehst du selber unten. Ansonsten klickst du im Flottenfenster auf Verlauf und da siehst du die letzten Posts. Ihr braucht ja die Flottenstruktur nicht. Geht's lieber auf Verlauf, dann siehst du, wer was gepostet hat. Es ist sehr wichtig, dass ihr nur einmal broadcastet. It's very important that you only broadcast once, not second time. And only the damage squad gets armor. Blackbirds and sniper get no armor ramps. Now I'm jumping to Core Azor. Copy that. So I'm now there, seeing you. Copy. Fleet align Amar. And warp to Amar Gate. Hold. Scout-Status? After 7 hostiles being paused. Amar-Status? Jasper? 2 hostiles in Amar. Ja. Check-checking. Check-checking. Beide. Beide in der Station hier. Copy that. Fleet hold. In summary, nope. There are 9 hostiles in the Arna Taylor post system. No one jumps. Jasper, you're actually on the right station? Not yet. Can't jump on 0. Copy that. Charnam? Is there a Char in the flotte then? Sag mal einfach die Station, Mann. Fleet hold. Kann man mal. On Station at 0. Auf wen? Just bring you then. Okay, copy that. Fleet, jump, jump. There is no hostile outside. Fleet warp Jasper Newland onto 0. Fleet warp Jasper Newland into 0. Kann mir jemand Brot kasten, wer mag? Can anyone take the broadcast for the fleet, please? Oh, you mean, okay. It's easier for the rest. Copy that. Fleet dock on the station. Fleet dock, please. Okay. Fleet is open now for talking. If anyone needs some fittings or riggings or anything else, macht's zum Durchhaus. Gib mir mal eine kleine Übersicht. Habt ihr überhaupt schon jemanden abgeschossen, wenn ihr schon jemanden genervt habt? 2 Fittings nochmal hier unten gepostet. A cup of coffee during docking. 3 minutes, about 5 minutes by the time.
Sorry. Wer kann sich in Amarkreuzer setzen und Amorix Tech 1 packen? Ja, mach ich. Packen. Ich kann es auch traden. Oder Jasper Newland. Dann macht Jasper. Wie lange wird es dauern, bis wir überhaupt da hinten sind? Wir sind jetzt 16 Jumps out, das werden wir jetzt relativ zügig machen. Ich denke mal, ungefähr 10 Minuten sind wir oben. Frage? Ja. Soll ich den Target Painter durch einen Punkt ersetzen? Copy that. Punkte haben wir da insgesamt? Wie hart Punkt? X. Who has Warp Scramber? X and Fleet. Okay, we make it after the bio break. Now we stay about 5 minutes here and then. Okay. René? Yes. Nach PvP muss ich mich mit dir unterhalten wegen Logistik. Charlie? Yep. Du hast gesagt, ich soll mich in meine Drake setzen, die ist aber Shield Tank. Mach schlau. Mach nichts, du bist okay. Dann auch. Du gehörst dann zu den Snipern. Weil okay. Du kannst ja auch 70 schießen, oder? Ich hab eine kurze 50. Combat Scanner. Wofür sind die nochmal gut? Combat Scanner Probes sind dafür gut, dass du feindliche Schilde ausscannen kannst. Ja, ich wollte immer sagen, sind einige draußen. Hm? Sind einige im Scan zu sehen. Ihr seid ja gedockt noch, oder? An der Tele ist keine Station. Wo seid ihr dann unterwegs? Ich bin an der Tele. Ohne Station. Naja. Ich habe 5 Safe Spots. Dann könnt ihr jetzt anfangen, zwischen den Spots hin und her zu warpen und Gas zu geben, Jungs. Habt ihr Cloak? Ja. Gut, dann macht's mal Spot Jumping und macht's ja noch ein paar mehr. Na gut. Und wenn's zu heiß wird, dann lockt's euch lieber aus. Und lockt's euch dann ein, wenn die Fleet da ist. Ach. Okay. Haben wir jetzt tatsächlich nur einen Warp Scramble dabei? Nee, das machen wir nach der Bio und fertig. Wie habt ihr die heute genervt, also bisher? Noch gar nicht, da sind wir jetzt gerade dabei. Okay. Kann ich kurz abdocken, um mein Overview und mein Schiff alles ein bisschen einzustellen? Dass du mich kaputt machen lässt, ja. Bleib in Dock-Range, es sind 1 Neut ist mindestens da, also bleib in Dock-Range. Sobald er da ist, Dock seid gleich wieder. Ah. Aber wissen die jetzt nicht Bescheid, dass wir kommen? Woher denn? Ja, es sind doch Leute mit... Hier auf unserer Station sind, hier. Wo dürfen sie doch? Wir haben bis jetzt jeden Abend Roaming gemacht, oder? Stimmt. Das machen wir heute auch wieder, oder nicht? Wir dürfen auch gern Bescheid wissen. Das ist doch sowieso klar, dass irgendwann drauf rausläuft, dass wir kämpfen, oder nicht? Mal was anderes, dass der gemeint ist, dass solche Safe Spots gemacht werden, ne? Also ich war noch nie mit der Flotte irgendwie unterwegs, also wenn es dann heißt, wir verpissen uns, weil wir verlieren oder so. Wenn du keine Safe Spot hast, dann warpst du entweder Belb auf 100 oder Sonne auf 100 oder Planet auf 100. Während du im Warp bist, bist auf Personen und Orte oben in der Übersicht, also Personen und Positionen, dann gehst du auf Orte und während du im Warp bist, Ort hinzufügen. Und dann bist du aktuell an der Position, wo du im Raum bist, macht er den neuen Punkt. Und auf den warpst du dann zurück und dazwischen drin machst du nochmal einen Punkt. Und zwischen den beiden kannst du jetzt mal am Anfang notfalls hin und her warpen. Das ist ein Safe-Spot, der ist mitten irgendwo im All. Mit welchen Schäden sollen wir fliegen? Also Scorch oder... Am besten Faction Scorch, wenn du es hast. Okay. Ganz kurze Ansage nochmal an alle, die Lust haben. Wir bekommen über einen Scout Scan Training
Wer Spaß hat und auf Ops fliegen kann, bitte Bescheid geben, dann starten wir mal eine ordentliche Runde. Da wird dann auch sowas vernünftig sich vernünftige Safe Spots wie sehr. Du bist ein bisschen abkackert. For everyone in Fleet, I've sent an email about Scout and Scan Training. If anyone is interested in, please get in contact with me, Ledger Smith, and I will teach something about how to make good bookmarks and scan systems and anything else. Also Weekend Scouts bitte. Ausbildung. Das, was wir bis jetzt trainiert haben, das sind Flotten Scouts, die fliegen voraus. Was Ledger machen will, das sind Weekend Scouts. Das sind Scan Scouts, die mit der Flotte unterwegs sind und der Flotte im Endeffekt ein bisschen Hilfe geben. Teilweise auch Off-System fliegen. Das ist dann nochmal eins obendrauf zum Fleet Scout. Und Ledger macht da gerne Ausbildung, da hat ein Mail geschickt. Wer will, bitte melden. One important Charlie, information. Ich bin jetzt mit meiner Drake in Sniper. Copy. One important information for this. Only a short high sec training, about 1 hour. After this, only low sec and double zero null sec training. The reason behind the low sec and null sec is if you lost your ship, you have done anything wrong. But with a covered ops, there are rarely things you can do wrong. Scratty später. Copy. Aber Kratz. Okay. Time for rock and roll. Fleet under, please. Everyone in the fleet under, please. Fleet align Ashab gate. Fleet align Ashab. How many points we've got on the fleet? Enough. Okay, and the fleet chat, please, everyone have a point. Warp Disruptor or Warp Scrambler, please make an X. I don't warp to Ashab. General Scout. I copied it. Copy. Point spread on your own. Copy. Only main targets get pointed. If there's one point on it, spread it to a second target. I will call. Now, fleet is aligned to Ashab Gate. Fleet warp Ashab Gate. And hold. Flatty status. Seven hostiles at the POS system. How many? Counting 9. Copy that. Ashab clear. Copy. Go one forward. Fleet jump, jump. Fleet jump back contact. Randoline next outgoing system. We are following Destiny now. Everyone on his own. Only the scout. Kann die Destiny nochmal gepostet werden, bitte? Post Destiny, please, in Fleet Chat. Dankeschön. Copy that. We are now on travel speed. Only the scout has a problem. He says check, check. Otherwise, we are flying travel speed now. Okay. Sorry, what's the right destination? Momon or Anatele? Anatele, please. Copy. Heißt es, jeder fliegt mit seiner Geschwindigkeit? Richtig. Okay. Best Speed. Up, up. Travel aber Mode. Aber noch nicht rein, oder?
Nein. Fleet is holding at Algogil. Barrier. Barrier. Please. Two jumps out. Fleet hold. Mandiere, Meliere, Fleet is holding in Mies. Two jumps out. Ich such grad. Fleet is holding in Mies at outgoing gate to Barrege. Hold. Now travel speed. Fast as possible. We have no time. Thrawn, for you as heater fleet, you can go through. Just wait till we are in system and then join us. Info for Ledger Smith, can't hold direct at gate because of negative standing in between Galente. Copy. Boss shield is remaining 11%. Ja, clear. Copy. Jasper, du gehst immer plus 1, sobald der erste von der Fleet bei dir ist. Jo. Fuck! Was? Drei sind in Anatele am Beray Gate. Und was Problem? Ja, ich sehe den in den Augen. Spring raus und hau ab. Backcheck, Boss. Boss ist clear. Der jumped out. Psst. Psst. Status, wie viele sind noch da in Amatele? Kapitän clear. Fünf, die sind am rausspringen. Wohin? Weiß ich nicht. Schnell. Richtung Mormon sind geflogen. Die kommen so nach Mormonen rein, oder? Springen da rein, ja. Copy. Braucht dann immer generell einen Status, wie viele das immer in Mormonen sind. Das ist wichtig jetzt. Ich will auch wissen, wo die sind. Das ist Neuscouts nach Mormonen. Und ich brauche einen Status. Alle raus. Alle raus ist Anatele. Alle sind weg. Alle in Mormonen jetzt oder wohin? Ich weiß es nicht. Also müssten aber noch Mormo sein. Dass uns die abfangen. Weil sonst fliegen wir denen genau in die Arme. Das muss ich jetzt wissen. Die Gruppe ist auf jeden Fall nach Mormo geflogen zum Gate. Die sind vermutlich auch da durchgesprungen. Fletti, schau mal bitte. Ich brauche einen gescheiten Scout. Sorry. Ja, ich bin schon am Rüberspringen. Jumpe jetzt. Im System Mormön. Copy. Fleet hold in Mies. Incoming gate. Fleet hold in Mies. Incoming gate. Amio clear. Haben die irgendwelche Neuscouts außen vor? In Bayrehe oder Halle oder so? Kann man das einmal mal checken? Jasper? Jo?
du fliegst bei je Halle durch und schaust, ob die ihre Night Scouts da haben. Wenn da keiner da ist, fliegen wir weiter, sonst nicht. Wo ist die Post von denen in Mormön? War das hier 1? Mormön 3. Broadcast Fleet Chat, please. 4-3. Planet 4, Mond 3. Roval Jungs antwortet. Ich brauch die Post bitte, wo? Juna. Uedama Clear. Ne, IKO Clear. Roval Jungs, wo ist die Post genau? Ich hätte zwar die Bookmarks, aber ich weiß nicht, wie ich sie weiterleiten soll. Nee, sag mal, welcher Planet, wo? Das weiß nur Juna. Ich hab ihn gerade angeschrieben. Mond 3. Ja, Planet 4, Mond 3. Ich habe eine Intel Copy. War da drin. Danke. Jetzt mal hin. Okay, Father Desi for the Fleet. It's Planet 4, Mond 3. But Fleet hold in Mies. Ingoing Gate by Rege. Weiß nicht, wo sie sind in Mormön. Das ist mir zu wurscht, die werden eh zur Post fliegen wahrscheinlich. Nee, was ich machen will, für die Fleet, ich mach's jetzt kurz im Deutschen, weil ich sonst nicht so schnell erklären kann. Falls sie da drin die Post schießen wollen, greifen wir sie direkt an der Post an, wenn sie schießen. Wenn nicht, würde ich sie gern vorher abfangen. Das heißt, wir bleiben mindestens eins außen vor. Das heißt, Jasper, du musst mal scouten, ob in Barriere oder Halle irgendein Neu-Scout ist. Ich will nicht wissen, mit welchem Setup das sie kommen. Okay. Jasper, please move on. Die mit Galente Probleme haben, die suchen sich selber einen Self-Spot. Copy. Ja, auf das kann ich nicht aufpassen, sorry. Hab sie gefunden zumindest. Station. Copy. Es kann sein, dass die auf uns warten oder auch nicht. Das wissen wir jetzt nicht. Deswegen bleiben jetzt mindestens zwei out oder drei out. Ich will jetzt das nicht ganz preisgeben. Die müssen auch da wieder raus. Und die fliegen ja die gleiche Route wieder zurück nach unten. Am liebsten will ich sie abfangen, wenn sie die Post knallen. Ansonsten lege ich so auf einen Fight an. Wir sind Memberzahlen. Also wir haben echt gute Chancen, dass wir den Fight locker gewinnen. Wichtig sind die Blackbird-Piloten, dass die funktionieren. Sind alle gedockt hier. Mormön. Ja, Mond 1. Kannst du mal nach Amatele, Halle, Berei fliegen mal kurz und einfach mal checken, ob die Night Scouts da draußen haben? Voller locked out. Warte mal. Sind sie wieder abgedockt? Copy. Sagen wir, wo die hingehen. Sorry for the check, Proteus, Megatron, Megatron, Hyperion, Raven, Proteus. Cover that. Be careful about the Raven. Falls es so ein scheiß Iwa-Fit ist, was die fliegen ab und zu. For the English speaking members in the fleet, sorry for that only told in German. But it's today easier for me. I try to keep it in English for the fight. Check. Whole fleet jump to Anatele. Whole fleet jump to Anatele. Copy that. I'm translating anyway. Thanks. Okay, fleet jump into Mies. And hold ingoing gate. If we make it one shorter now.
Okay, fleet only to Mies in going gate and hold. We align to barrier gate. Only align. Not warp, not anything. Das hat euer FC auch ein galente Problem. Fleet jump to Bereje. Fleet jump to Bereje. Enemy fleet Bereje. Copy that, copy that. Intel Channel System. Fleet in Luminare, hold at Mies Gate on up to range, please. Got a galente problem. Wer ein galente Problem hat, geht weg. Alle anderen in Luminare, hold Mies Gate up to range. Mies, enemy fleet is Mies, enemy fleet is Mies. Hopp, hopp, ich brauche die Fleeters da, sofort. Two jumps out, flat rate. Fleet, Luminare, Opti-Range, Mies Gate, Opti-Range, Mies Gate, advance. Harinders on. Hop, 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 gibt's Gasiums. Up to speed, come on. Okay, now. First Blackbird is Ascaron 1, Helfrich 2, Loki 3, Sally 4. Everyone goes to up to range. Everyone goes to up to range, come on. Drones out. Everyone who's in up to range, drones out. Protoss, Raven, Hyperion, Megatron. Lodge is aligned to me. Keep in range 500 Cardiff. Who's me? Keep at range 500 Cardiff. Three. Everyone go stop range. Come on, fleet. Come on. Check. Sniper need primary target. Copy that. We have no primary. Drones out. Habt ihr schon enemy contact? No. I think the enemy fleet is probably walking to the sun. Probably wait now. Okay, fleet is now in Luminari. At Mies Gate on Opti-Range. Drones out. Hop. Sollte der Megathron Drone Bunny sein? Nochmal. Der Megathron sollte Drone Bunny sein, oder? Denke ich mal, ja. Aber wer ist denn das? Brauch einen Namen. Hunter. Seven hostiles in Mies. Copy that. Warping to Sun, checking. Fleet is actually in Luminary at Mies Gate on Opti Range. Drones out. Aguro, we need to capture him. Two enemies at the sun, Neocrank, Takiro, and a Typhoon Fleet and Megafront. Copy that. We are waiting at the gate. Okay, copy that. Drones passive ally to Megatron. Assist
Megatron Passive. Call. Get Tron Control. Everyone, assist the drone to Paul. Two hostiles jumped out, hausoleert, two call. Gate, checking. Copy, we waiting. Counting eight hostiles in Mies. Copy. We are waiting. Hold position. Your anchor now is Paul for the damage fleet. Paul is your anchor. Surround him by 2,500, please. Also let get clear. Checking Luminaire Gate. Copy. Jasper? Yes. Wo bist du gerade? Luminaire to Mies. Okay. Luminaire Gate clear. Checking Beret Gate. Copy. Don't forget to put your hardeners on. Lodges afterburner on. Speed tanking. The ray get clear as well. Copy. Checking soon. Was ist die hin? Don't know. Checking station. Copy that. Fleet drones in. We dock top station. Fleet drones in top station. Hop hop hop. Sofort. Drones in top station, please. If fleet have docked on top station, please log out. I got two hostiles. Everyone who has docked on top station, please log out. Go into inlog screen and wait. Only the neutral scouts are logged in the game. Everyone docks. If you have docked, log out. Go on the inlog screen. Hop, hop, hop. Go to the step where you click the picture and then don't click it. Es geht prinzipiell darum, dass die Menschen mal anfangen zusammenzuhalten. Das macht die Manpower. Wir sind eher auf Station. Ja. Da dürfte jetzt keiner ein Problem haben. Ich kann nur so viel sagen, es ist wirklich scheißegal, ob ihr eine Fregatte fliegen könnt oder ob ihr einen Titan fliegen könnt. Wenn Jack, alle... Jack ist hier keine Flotte. Starbuck macht super flat. Ich mag gut sein. Geht nicht? warte. Flatrate, we have one thing we have to exercise with you. Shut the fuck up. No problem, I make some fleet.
on your knees. Do a fleet setup training. Go on your knees and make a mouthful of exercises. Da, ihr Nuppels. Falsch verlinkt. Da, ihr Nuppels. My fleet. Ne? Wen habt ihr lieber? So einen stinkigen, alten, barbarischen... Also, mein Flotte ist voll, ich muss es gerade kurz den zweiten Weg aufmachen. Flatrate, Charlie's Fleet, no position found. Ja, ich muss kurz den zweiten Weg aufmachen, warte kurz. Nochmal ganz kurz, wenn wir hier zusammenhalten, können wir selbst mit der Flotte schon, keine Ahnung, schon fast einen Carry auseinandernehmen, wenn jeder genau weiß, was er zu tun hat. Es ist nur wichtig, dass ihr ganz stupide einfach den Sachen folgt. Und wenn einer ein Schiff für 30 Millionen verliert, ist das alles halb so wild. Als wenn die ganze Flotte stirbt. Kamikaze vor der Leader. Ich kann nicht beitreten. Wartet halt kurz, ich kann nicht zaubern. Okay. Warum nicht? Warum nicht? Jetzt können alle scheinen. Wusstest du bitte noch ein paar Mal die Fleet? Kann ich nicht. Ich mach schon. Mach schon. Kann ich immer noch nicht. Mich müsste ja einladen. Gaspar, ach. Du bist ja der Bluestan. Ah, ich bin Bluestan, ey. Dann machst du ein X jetzt bitte im Deuce Pub oder ich such mal dich raus. Gut schön. Gut. Ist auch mal ein gutes Training, wenn man sowas macht. Falls wir mit 0-0 öfters unterwegs sind. Also, if the food is oftentimes. Check, hier tut irgendwas. Ein paar Leute sind abgedockt. Copy. Das ist von meiner Station, die sind ins Dead Space oder beziehungsweise irgendwo. Mal gucken. Okay. If we make some roamings at the OO. Wer seid ihr? Geht's noch? Okay. If we make roamings into the O space and the Zero space, you can log off every day. If you fly in a dead end system, so practice this. You go logging out, go into your login screen, and then some neutral or recon scouts are logged in, and they make a fleet. So we have no problem with that. Yeah, free move. Wollte da gerade noch einstehen, ich habe gerade dran gedacht. Das ist der Job auf der FC. Gut. Also wir sind jetzt aktuell in Luminare. Was machen wir noch? Habt ihr noch Zeit? Lust? Töten! Ich hab noch 20 Minuten. Pussys klatschen. Wir brauchen noch ein Squad. Noch ein Squad? Jo. Jetzt Staffel 2 ist und la. Gibt's ja, aber wir brauchen Post Deutschland Electronics Squad. Gibt's ein mies ne Post oder was? Nee, ne? Von uns? Mal nein, aber die sind dann irgendwo auf den Safe Spot geworben. Also die wollen ihn nicht kämpfen. Jetzt ist die Frage, wollen jetzt wir mit unserer Fleet, mit dem Setup halt noch ein bisschen was machen oder wollen wir einen Song oder kriegen wir ran? Ihr könntet ja. Die nicht mal wir heimfliegen einfach die Post zusammenhauen. Also die sollte man schon reinforcen zumindest. Das kann man machen. Dann übernimmt der Kali jetzt mal ganz kurz seinen FC und macht mal den Spaß. Na, vergiss es. Das ist die zweite PvP-Flotte, wo ich mit dabei bin. Echt? Dann probier's halt einmal. Du darfst die Flieder selektieren, falls irgendwas ist, was nicht passt, dann greife ich rein. Aber jetzt machen wir das, was du gerade so vorgeschlagen hast.
Okay, Leadership 5 Dudes. Get the squad commander positions. Rename squads, please. Squad 3 electronics, squad 4 long range, squad 1 normal damage dealers. Free move is on. Squad 4 electronics, squad 2 lodges. Nein, no, what we have to train. A fleet set up to put again after we lock off. But it's fast enough for today. Okay, you're already 20 members in the fleet? Check, check. Tori Stargazer, Night Scout in our system. Oh, okay. Night Scout of the enemy, sorry. Yeah, copy that. Okay, fleet wide on station, please. Who's Blackbird? Probier's mal bei ECM. Es ist ECM. ECM Squad ist Loki as leader, Helfigi and Sally, and one is missing. So, first one is Loki, second one is Helfri, third one is Sally, fourth one is the missing one. Not in our system. Copy that. Kann einer scannen hier unterwegs? Haben wir Scan dabei? Nope. Könnten wir sie kriegen? Alles? Ja. Yep. These extra group for sniper, flat rate and level. Because we need no rep, no logi support. Go to ECM, please. Move to ECM squad. All snipers to ECM squad is the same range. And give left to Smith, please. Squad lead or boost lead. You are free move. And I'm not the boss. I can't. Three move fleet. Okay. Intel channel, Calcatan, Luminaire, nine of them in Mies. Nine of them in Mies. It's nice. Fleet on top, please. You wanna fight? Yeah! Yes, please. Fleet undock. Fleet undock. Check, check. Fleet undock, please. We align to. They're coming from me. The enemy fleet is in Mies? Yes. Copy that. We go up to range to Mies gate. Hop hop. Everyone up to range to Mies gate. As practice as forward. Hop hop. Harden us on. Everyone to up to range on Mies gate. Hop hop. The other Agoro, please make the gap chain as fast as possible. Everyone has know what to do. Drone assignment to Panther, please. Drones out. If you arrive, drones out, assignment to Hunter. Assist Hunter, please. Checking Luminaire gate. Drone assist to Hunter, please. Lodges, keep at range 500, cut it.
FC, if you have time, do squad commander of 1 and 3. Cover that. We hold. Everyone is in up challenge. Now, everyone puts Calcutta in his local with his name. Make a O. Make a winky winky. Huh? Everyone, come on. They wanna play, we play. Nice one. Wenn die spielen wollen, wir spielen auch. Ja, mach langsam mit sowas. Nee, nicht beschimpfen. Aber wir sind vom Setup halt so überlegen. Deswegen kämpfen die nicht. Ist euch schon mal aufgefallen? Die schießen euch dann weg, wenn der blöd kommt. Oder blöd rumsteht. Oder nichts macht. Die trauen sich nicht, uns anzugreifen, weil sie das nicht aufbringen können. Deswegen nicht immer Mimimi, sondern jeden Abend 20, 24 Mal in der Fleet Spaß haben. Die kämpfen nicht. Dicke Hose, aber nur Luft im Sack. Ja. Das hier macht auf jeden Fall mehr Spaß wie mein. Schon, ja. Danke, ist das. Was? Das ist das, wenn du den Finger ganz tief in die Nase steckst und hoffst, dass du was findest. Ja, check, question. Calcutta, exactly destination, where? We stay on a gate. We wait. Okay. They can new our setup. Was ich will, für alle Deutschsprachen jetzt gerade mal kurz, wenn wir jeden Abend das Setup an den Start bringen, keiner mehr eine scheiß Aktion macht, dann könnt ihr selber mal überlegen, wie lange das der Gegner noch dauert. Richtig. Der dauert gar nicht mehr lang. Das dauert so lange, wie sie jetzt erklärt haben, weil sie das haben es bezahlt. Wenn die trotzdem spielen wollen, dann nehmen wir noch ein paar Söldnerkosten mit rein. Und dann können sie nochmal weiterspielen. Dann machen wir das Spiel mit noch mehr Leuten. Wir haben die Numbers. Aber ihr müsst da sein. Ihr müsst mitspielen. Hat jemand eine Helios und Probe Scanner Kurs, Comet Scanner Probes rumliegen? Dann könnte ich den aus. Nee, ihr braucht es nicht ausscannen. Okay. Copy that. Fletti, bist du noch eins out? Bies, ja. Wie ist der Status? Ja, die sind irgendwo in den Space geworbt und kauen sich an der Eier. Richtig. Immer noch, wir haben zwei Safe Spots und gehen die ganze Zeit hin und her und gucken, ob es Sonnen am Scan sind. So viel dazu. Ihr habt bisher Schiss vor denen gehabt. Jetzt haben die heute erst mal Schiss vor uns. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine, was ich euch vermitteln will? Auch die Roba-Leute, spielt's mal mit. Wir haben so viel Manpower. Setzt es mal um. So, jetzt mal eine Frage. Ich habe mir gerade die Bussard gefittet. Ich habe einen Punkt drauf, ein MWD und Probe Launcher und Covered Ops Cloaking. Das reicht, ne? Das reicht fürs Erste. Ansonsten, wie hoch sind deine Skills? Wie hoch sind deine Scan-Skills? Nicht so hoch. Kannst du ein Rangefinding, Ping-Pong-Area mit reinnehmen und dergleichen mehr? Wenn ich wüsste, was das ist? Moment, ich poste es dir sofort. Sorry for speaking in German. One moment, please. Das ist jetzt, ich mache ein High-End-Setup für dich, ja? Jo, mach mal. Bin gerade erst angekommen, sorry. No problem.
So, kein Local Post mehr, bitte. Keine Local Post mehr. Den Post von Ihnen lassen Sie nichts verrecken. Wenn die spielen, ich kann auch spielen. Ihr müsst nur mitspielen. Kannst du Posten, von nur die Posten, was jetzt vielleicht hops kommen sind, scheiß drauf. Das, was wir in Zukunft machen wollen, ist ein bisschen mehr. Ach, Kim Scratty, nichts mehr schreiben. Okay. Nix. Null. Wer ist, ganz kurz so, wer wollte jetzt gerade wegen dem Scan wissen? Drones in, check. Drones Dylan? In. Everyone put Drones in. Fleet align. Top station, please. Oh, das war ein schöner Squad, also Fleet Warp. Fleet Alliance Top Station, please. Everyone Alliance Top Station, Drones in. Drones in, everyone who forgot his drones. Your fault, not mine. Drones in, Fleet Alliance Top Station. We are in warp now. Ich könnte noch mal zugucken, wenn ein paar Leute im Warp sind. Hey, was ist denn das jetzt? Warum warp ich ihn? Ja. Alter! Lol, warum geht man mit in der Hotenstall auf? Okay. Check. Ihr Fleet arrived. Doc, please. Oh, Flat ist abös. Was denn? Perfekt, Flat. Mein Bild oder mein Spruch? Der Bild. Also wer noch nie im Fleet überhaupt mitgemacht hat, jetzt habt ihr erstmal gesehen, was das passiert, wenn man das macht als FC. Okay. Das war ein reiner Fleet. Also alle andocken. Dann raus bezüglich Scan. Copy. User left your channel. Ich muss auch User was moved out of your channel. So. Warten wir noch mal ein bisschen? Ich bin off. Passt. Okay, dann muss die Capture hinten wie anders, oder? Ah, jo, passt. Halt nicht so lang. Warte, so. Mal ganz kurz Bioprojekt, 2 Minuten. Good luck. User disconnected from your channel. Wenn ihr noch Lust habt auf ein bisschen PvP, dann such jetzt noch kurz eine Route raus, ansonsten fliegen wir zurück. Wer hat Lust auf PvP? Plus? Hier. Yeah. Also wer will? Plus im Free-Channel. Dann guck dir das doch an, die wollen platzen, oder? Gut. Dann machen wir halt noch ein bisschen Action. Ich muss jetzt ganz kurz für kleine Jungs. Muss der FC auch mal. Und dann legen wir los. Wir sind gerade in Every Shore, in Nirgendwo. Cut it? Ja. Low Stack Entry in irgendwas. Mir wurscht von was. Kürzeste Weg. Hab's auch Spaß. Kurze Frage. Anna Rohre fragt, Maler oder Augura? Was wird bevorzugt? Augura. Wir haben einen weniger, dann plus eins. Copy. Bisschen Low-Sec fliegen, bisschen nur Null. Aber ich komme gleich wieder dann scheiß da mal noch ein bisschen nach. Flatty, du bist bescheuert. Ich hab davon noch hunderte bei Test gesammelt, ey. Bei Test ist es normal immer gewesen, dass da Fleetporn lief, ey. Da liefen irgendwie nur Pornobilder, ey, Alter. Alle nur kaputt. Oh, Ketoni-Turm hier ist auch da, aber nicht bei uns Vorgegner. Aber gehört zur Steps-Truppe. Sorry, das ist sein Twink. Ja. Ich hab Unterbier, verdammt.
Brad, wo hast du den gesehen? Im Local. Über Kel'Katar steht der. Also Local bei uns im System, wo wir gerade sind. Zwei Night Scouts, Torridge Stargazer und Sergeant Tuareg. Auch noch dazu. User joined your channel. Gut. User joined your channel. Alle wieder da. Copy, alle wieder da. Ledger, D-Line da. In Charlie, in Bille wird's gehen. Machst du mal das, Steve? Charlie, aktueller Copy. Stand: zwei neue Scouts bei uns im Local. Sowie Kel'Katar, War-Gegner und Ketoni Tumir, Twink von Snip, nicht im War, aber eben auch relevant. Die kämpfen heute nicht. Woher weißt du, dass das aus Night Scouts sind? Die habe ich orange markiert. Weil wir schon genug Erfahrung mit denen hatten. Ja. Okay, kannst du mal im Intel die posten? Dann ja, mal auf Red setzen. Also jetzt mal für alle zu euch zur Ansage. Morgen Abend übernimmt Member von Ledger PvP-Training. Es ist ein bisschen entspannter als heute. Sonntagabend hocken sich die großen Bosse von der Alli ein bisschen zusammen, machen ein bisschen Palaver und danach gibt es großes Fleet-Setup. Sonntagabend, gleiches Setup wie heute, bitte gebt es an die Member weiter. Am Sonntag will ich 30 Mann plus. Kriegen wir das hin mit der Alli? Ich habe die kommende Woche Nachtschicht. Im Local sind jetzt... Ja. Gegner aufgetaucht. Mehrere Gegner im Local. Nice. Abgehen, abgehen, Alon! Wir sind alle gedockt. Brav. Ja. Mach erstmal Anwesenheitscheck. Flatty, wo gehen die hin? Ich hab das zu spät gerafft, ja, aber. Wie lange sind die da schon da? Bin schon am luminären Jumpen. Das heißt circa 2 Minuten. So viel zu lustige Bilder am Ja. Nee, Quatsch. Wir bleiben an der Station. Ich ab und dann sind deine lustigen Bilder für die Fort. That's my week. Vielleicht können wir die heute auch doch noch ein bisschen fighten. Also, ich hätte Bock drauf. Snip, also Snip 08 ist noch ein Mies, der Spinner. Gut, Fleet Undock. Fleet Undock? Alle Undock, at once. Fleet Undock, at once. Kompetent. First Target ist Legion. First Target ist Legion. Blackbird 1, Vagabond, Blackbird 2, Typhoon, Blackbird 3. Is on the Megastorm, Blackbird 4 on the Megastorm, please. First Target ist Typhoon. OFC stirbt grad. OFC stirbt. Ihr müsst für Armor broadcasten. Du übernimmst bitte, Ledger. On the way, on the way. Ach, sieh doch kaputt. Bleib mal out. Problem ist, ich kann kaum lange hier bleiben. Ich muss weg wegen Galente andauernd. Blackbird down. Aber der hat alle in der Kapsel raus, das geht. Kardas, bist du noch in der Flotte? Ja. Ja. Aber ich überhaupt keinen einzigen Broadcast mehr kriegt. Bei mir kann auch nichts an. Muss flüchten. Die setzen Jammer ein, haben eine Falcon. Chris Bane. Broadcast Target. Bin geplatzt. Okay, alle raus, die es können. Alle raus, die es noch können, ansonsten scheiß drauf. Aber ich konnte nichts machen. Ich musste erst weg, wenn Galente mich ausschaltet, kann ich nichts machen. Ja,
User entered your channel. Wo ist der Rest der Flotte? Haben wir wenigstens irgendjemand abgeschossen? Wahrscheinlich wieder nicht. Toll. Nee, kein. Top. Wie viel haben wir verloren? Viel zu viel. Okay. User joined your channel. Kann doch nicht sein, ey. Wo waren die ganzen Leute auf einmal? Es war keiner, kaum einer mehr im Local on. Ich hab's gerade gemerkt. Gut, dann scheiß drauf. Ich bin heute off. Ich gebe jetzt mal so alle weites rund Arschlecken. Nächste Mal lernst es oder lass es. Wir schreiben die Angeber. Schreib's ja nichts. Nö. Grundsätzlich, es ist einfach grundsätzlich so, wenn der FC oder der Allianz-Leader nicht sagt, dass ihr mit dem Feind schreiben dürft, dürft ihr gar nicht schreiben und nicht mal im Privatkonvo. Verdammt wichtig, ey. Hätte es die Flieg 1 zu 1 abgedockt, wie ich es gesagt hätte, das hätte man so locker gewonnen. Dafür kann man uns lieber unterm Arsch wegschießen lassen für nichts. Danke. Erst Kale und dann GFGF, da weißt du, was das für Typen sind. Klasse gemacht. Kannst du mir nicht sagen, dass trotz Focus Damage wir nicht mal an dem Schild genagt haben? Die Legion war am Ende auf 60% etwa noch. Blackbirds sind zuerst rausgefokust worden und danach war es relativ simpel. Kette wäre wenn, hätten alle genau abgedockt und hätten ein bisschen aufgepasst. Dann hätte es funktionieren können. Jetzt habt ihr eins gelernt, hört auf das, was der FC sagt. Und nicht bla lava, paar irgendwas, paar Dings und warten wir mal und haben keine Reaktionszeit. Aufpassen. Das war das letzte Mal. Morgen Abend macht Ledgers FC-Training. Sonntagabend haben wir die gleiche Fleet wie heute. Nee, ich bin morgen Abend nicht da. Das, ja gut, Ding ist ja da. Ist ja der EFC. Ja, ist da. Und Sonntagabend das gleiche Spiel nochmal, aber dann keine Verluste mehr. Das war jetzt verschenkt zwecks Reaktionszeit. Ja, hätten wir wahrscheinlich vorher abwichsen sollen. Ja, was weiß ich. Mehr als dreimal das ansagen, was wir machen, kann ich nicht. Die alle schuldet mir jetzt zerfaken. Ihr habt jetzt 30 Sekunden Zeit gehabt, machen zu wollen, was ihr könnt. Weil in 30 Sekunden haben die nur mal auf mein Faken geballert. Natürlich, weil die wissen, dass du FC bist. Ich war's Primary. Von Anfang an. Ich hab's 30 Sekunden Zeit gehabt. Wenn es die Leute nicht schaffen, in der Zeit abzudocken und ein bisschen das zu machen, was ich sag, danach sehe ich nichts mehr. Ich hätte jetzt nur das eine Schiff down kriegen müssen. Danach hätten die nicht mehr viel Support gehabt. Und ich hab die Falcon, die Blackbirds sogar noch angesagt, was sie jammen sollen. Aber mehr kann ich dann auch nicht mehr. Wenn das mit der Fleet nicht funktioniert, sorry, dann lassen wir das in Zukunft komplett und ich lasse das Konzept komplett und ich gebe dann so ein 19 in meinen alten Korb. Charlie, bei allem größten möglichen Respekt, aber du hättest einen Anwesenheitscheck machen müssen. Das habe ich vorher gemacht gehabt. Habe ich aber nichts mitbekommen. Soll jetzt sagen, wer nicht da ist, soll ein X im Fleet-Chat machen? Nee, du machst aber, wer da ist, X und dann siehst du ja, wie viele Kreuze du kriegst. Das war jetzt eine einmalige Chance, was wir hatten.
weiß auch nicht, wie viele Logi-Piloten und es liegt ja nicht an den Logi-Piloten, es liegt ja an den Leuten, dass die noch nicht mal gebroadcastet haben, weil wenn PvP auftritt, dann kommt bei mir erstmal grundsätzlich so ein Herzflackern, dann schaltet man das Hirn aus, die Jungs da drüben sind wahrscheinlich so geübt und denen interessiert das gar nicht mehr, die drücken auf die Buttons und gut ist, aber jetzt entscheidet... Schön, nein, dass es einer mal mehr... Da, jetzt. Dann fliegt keiner bei dem Scheiß-Trainings mit und ich habe 6-7 Leute in der Fleet. Weil jeder meint, dass er so schlau ist und alles kann. Nee. Ehrlich genug? Was jeder meint, Eve, dass er checkt, was er kann. PvT-Trainings sind angesagt, sind, hat da keiner nötig. Weil es sind nur Kerbiers, meiner sonst irgendwas. Ihr werdet es immer rausgeknallt. Ihr könnt es in einen eigenen Korb gehen. Und ihr werdet es in Worte kriegen und werdet es rausgeknallt. Ihr könnt es in den NPC-Korb gehen und könnt es allein spielen. Das ist Eve. Und wer ist auch. Es sind viele da, die sind 3-4 Monate da oder kürzer. Das ist nicht böse gemeint. Ihr werdet es irgendwann früher oder später merken. Ihr könnt es in der NPC-Korb bleiben, könnt ewig euren Scheiß machen. Da werdet ihr immer Ruhe haben. Aber ihr werdet nie Leute haben, mit denen ihr zusammen was machen könnt. Wollt ihr was Größeres? Da gibt es Spielregeln. Und das heißt, dass jeder ein Stück weit eine Ahnung davon hat. Und heute habt ihr gemerkt, wie es funktioniert, wenn man keine Ahnung hat. Ja, wir sind 20 Leute jetzt in der Flotte, die gerne mehr lernen wollen bezüglich des PvPs. Warum habe ich jetzt seit einer Woche nur 7 Leute in der Fleet? Außer heute. Außer heute, ja. Nur weil ich heute mal ein bisschen Druck gemacht habe. Ich habe die ganze Woche PvP-Training angeboten. Gestern war ein Top-FC da, der normalerweise ein großer Ali-FC ist. Der wirklich Ahnung hat. Mehr Ahnung als ich sogar. Gestern kam ich erst zu spät nach Hause, 21 Uhr. Ja, es hat jeder seine Ausrede für sich. Wir kündigen das mittlerweile im Kalender an. Es bestätigt keiner, es geht keiner drauf ein. Ich habe die Schnauze sowas von voll, Jungs. Ich habe das Spiel schon mal in der depperten Alli gehabt. Und ich lasse das in Zukunft. Und ich bin heute echt so weit, dass ich meinen Korb an Nagel hänge und gehe. Ich gehe zu meiner alten Korb hin und mache mein PvP-Scheiße und habe mal Ruhe. Oder ihr überlegt euch mal, was ihr wollt. Jeder hat gewusst, was Loki vorhat. Und jede Korb hat gewusst, was Loki vorhat. Das, was jetzt passiert, das ist ein Scheißdreck. Das ist der größte Abschaum von Eve. Das ist nichts Besonderes. Das ist null, nichtig, nada. Wenn ihr das Nullsack halten wollt, das Projekt, was Loki vorhat, das funktioniert so nie. Mag dir ungern ins Wort fallen. Im Grundzügen hast du recht. Allerdings die persönlichen Anfeindungen solltest du vielleicht beiseite lassen. Lass mich kurz ausreden. Nicht da. Und du musst den Leuten auch einen gewissen Spielraum geben, dass sie sich in 2, 3, 4, 5 Wochen verändern können. Ja, dann soll mal jeder blöde Arsch. Aber du kannst doch nicht die Flinte jetzt ins Korn werfen, wenn es jetzt nicht klappt, dann schmeiß ich mal die Flinte ins Korn. Das lief Schnauze alle. Schnauze. Nee, ich schnauze, du schnauze, danke. Ich schmeiß die Flinte nicht ins Korn. Ich bin jetzt einfach nur sauz wieder und das seit 2 Tagen. Weil ihr wisst ja nicht einmal, was ich irgendwann zur Mail habe. Wie man so dämlich sein kann, so einen Scheiß zu verlieren. Seid zwar nicht böse, Jungs. Ich habe von Anfang an Loki gesagt, schreibt die und die Mail. Wenn sich jeder daran hält, wäre nichts passiert. Hätte man nach einer Woche den War losgehabt. Jetzt haben wir die Scheiße am Kacken. Der War liegt nicht immer an mir. Nur, wenn keiner da ist, wenn ich PvP anbiete. Und wir haben jetzt echt schon viel Arbeit gemacht. Als der Mick ein FC ist jetzt 2 Nächte lang hinguckt, hat man Fittings ausgearbeitet, was jeder fliegen kann. Hat man Ideen gebracht, alles. Der macht mit euch Training, das war war gestern. Vorgestern habe ich Training gemacht. Wenn keiner teilnimmt, wundert es euch nicht. Und ich habe die Schnauze bis oben hin voll. Sorry. Und ich bin jetzt oben im Office. Wenn jemand was zu sagen hat, nur noch Führungspersönlichkeit, der Rest ist mir scheißegal. Oh, zieh mir auch mal mit hoch. User your channel. Jetzt nochmal ganz kurz, wir bleiben nochmal eben soweit alle hier. Ich kann voll und ganz verstehen, dass das, was hier gerade läuft, nicht so ganz okay ist. Und ich hoffe, ich stoße ja bei jedem auf Gehör. Dieser Loss, dieser extreme Loss hat die Leute dazu eingeladen, uns als leichte Beute zu sehen. Und da geht es einfach nicht. Da müssen eben die Leute, die auch wirklich mit dran beteiligt sind an dem Loss,
muss dann einfach, müssen dann direkt hierbei sein und einfach lernen. Es passieren einfach Sachen und es ist kein Problem, wenn die auf einmal, keine Ahnung, ihre 30 PS auspacken und uns irgendwo auf einem Safe Spot mit Smart Bombs hochnehmen. Shit happens, passiert. Aber das, was da passiert, es darf einfach nicht passieren. Und das fängt dabei schon an. Es gibt einen Intel-Channel. Im Intel-Channel werden jede Feindkontakte gepostet. Geht auch direkt weiter. Wenn jemand eine Route fliegen muss, fragt nach. Fragt nach. Es geht sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Curtis, ich hoffe, du übersetzt es gleich nochmal ein bisschen. Ja. Darum geht es einfach. Nächstes Thema. Ich spreche keinen persönlich an, sondern einfach nur so. Es ging eigentlich darum, dass wir in irgendeiner Art und Weise die Possen heute mit verteidigen. Wenn dort eine Korb mit diversen Membern ist, egal ob die jetzt nur eine Fregatte fliegen können oder sonst was, die Memberzahl macht's. Wenn wir hier mit 40, 50 Mann aufgekreuzt wären, dann wäre das gerade auch nicht passiert. Dann hätten wir genug Damage gemacht. Einfach, ganz konzentriert arbeiten. Wenn wir hier was aufbauen wollen, muss jeder an dem Strang ziehen, dass er das machen will. Und lasst euch nicht provozieren. Das heißt, in den nächsten 2 Wochen kein AFK-Minern, kein Minern generell. Wenn ihr irgendeinen Roten im Local seht, Leute, macht, dass ihr wegkommt. Verpisst euch einfach irgendwie aus der Gegend. Ansonsten, es gibt so viele Möglichkeiten, die ganze Kacke zu umgehen. Und wer unbedingt was aus Jita oder sonst wie haben will, schreibt die Neuzscouts an. Eure COs oder die hier regelmäßig dabei sind, kennen die Leute, die euch beliefern können mit Sachen, die ihr dringend braucht. Ansonsten ganz einfache Prämisse. Direkt in ein kleines, schnelles Schiff setzen. Von Gate zu Gate. Direkt jumpen. Fragt nach. Für die erfahrenen Leute. Covered Ops fliegen. User und im Highsec Covered Ops fliegen. Geht was anderes, geht hier überhaupt gar nicht. Ansonsten, ich biete euch gerne an, Ledger Smith, fragt mich, wen ihr ansprechen könnt, aber dass so eine Scheiße nicht mehr passiert. Es geht einfach nicht. Wir wollen hier was im Nullsec aufbauen, nur das läuft einfach gerade kacke, weil im Nullsec gibt es nicht so etwas wie, ach ja, es ist Krieg und da sind Leute, da könnt ihr jederzeit abgeschossen werden. Und da brauchen auch nicht hier 8, 9 Leute sein, sondern wenn ihr gegen den richtigen kommt, dann sind auf einmal 2 Leute da und die nehmen euch ganz klar hops. So, und wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie man Leute ärgern kann, sagt Bescheid, meldet euch, aber meldet euch. Mehr als es euch anbieten, können wir nicht. Und wenn ihr einfach mal in einer PvP-Aktion, weil ihr was versucht habt, eine Flotte verliert oder Schiffe verliert, sagt einer etwas. Nächstes Thema. Ich habe heute noch Theater bzw. Diskussion bezüglich des Fittings mitbekommen. Nein, das passt alles. Ich habe heute Theater wegen dem Fitting mitbekommen oder Diskussion um das Fitting. Das Fitting wurde gemacht, um jedem, der 2 Wochen, 3 Wochen, gut, ich sage 1 Monat dabei ist, selbst das zu ermöglichen. Ich stelle mich jetzt hier einfach hin und sage es wie folgt, wenn jemand meint, dass er, weil er einen 4, 5 Jahre alten Char hat, was anderes fliegen muss, was aber in die Flotte reinkommt, weil er das kennt, dann macht es. Aber beschwert euch hinterher nicht, wenn es irgendwo nicht gepasst hat oder gebt dem FC genaue Anweisungen, mit was ihr fliegt, warum ihr damit fliegt. Alles andere ist kompletter... Bitte. Alles andere ist nämlich kompletter Bullshit. Alles andere geht nämlich überhaupt gar nicht. So. Charlie. Was? User joined your channel. Ich hab gesagt, Charlie, hey, sorry, dass ich das überreagiert habe, aber irgendwann schießt bei mir auch mal. Ja, das ist in Ordnung, Charlie. Passiert. Ich kann dich auch voll und ganz verstehen. Ich habe hier gerade auch was gesagt. Ich möchte dazu noch mal ganz kurz Folgendes sagen, für die, die es noch nicht ganz mitgekriegt haben. Es gab hier die ein oder anderen Leute, die sich die letzten 7 Tage, stellenweise die Nächte, um die Ohren geschlagen haben. Nur um hier irgendwo Struktur und sonstiges dergleichen mit reinzukriegen. Und das müsst ihr bitte einfach akzeptieren, dass die Leute dann einfach auch bei solchen Aktionen ein wenig hier sehr gereizt und mit schlechter Stimmung nach so einem Abend einfach hier rausgehen. Das ist es einfach.
Ich rede jetzt mal rein von mir. Ich habe die letzten 7 Tage nicht eine müde Mark hier in Eve verdient, sondern eher gesagt einige Millionen einfach auf den Kopf geknallt. Es ist mir scheißegal, wo die sind und sonst was. Aber man erwartet einfach dann nur ein wenig FC hören, das machen, was gesagt wird. Und wenn sich eine Korb für so eine Aktion entschließt, einer Allianz beizutreten, ins Lowsec zu gehen, ins Nullsec zu gehen, dann gehört es sich einfach, dass Training gemacht wird. Stopp. Ich entschuldige mich jetzt mal für alle. Es tut mir für alle leid. Ich versuche jetzt das mal relativ fair und harmlos zu formulieren. Ich bin von Haus aus PvP-Player. Das immer schon und das ist das, was ich gern mache. Das ist das, was für mich Eve das Spiel ausmacht. Andere meinen gern, andere machen gern BVE. Das ist alles kein Problem. Loki kam zu mir mit der Idee, wir gehen ins Lowsec. Ich kann euch eins sagen, wenn euch das jetzt zu schaffen machen, was wir jetzt gerade haben, und das ist nicht böse gemeint, es ist ein Witz, dagegen zu dem zu gehen, was wir im Lowsec vorhaben. Und jeder CEO eurer Korps wusste von Anfang an Bescheid, dass sich der mit Loki besprochen hat. Deswegen haben Loki und ich gesagt, gut, ich join trotz War. Das ist die Entscheidung von Loki und von mir gewesen. Es waren vielleicht manche überrumpelt, weil es ein bisschen schlecht kommuniziert war. Wobei trotzdem eine Mail rumging. Die Leute, die sich jetzt heute darüber aufregen, warum das alles so blöd läuft und wir nicht mehr unser PvE-Kerbier machen können, meiner Scheiße sonst irgendwas. Sorry. Wenn euer Führungsebene so scheiße ist, lebst du nicht. Ich nehme jetzt kein Blatt mehr vom Mund. Ich habe gesagt, ich biete jeden Tag PvP-Training an. Es ist ein zweiter FC da, der macht es gern und der investiert viel dafür, wo er eigentlich gar keine Zeit dafür hat. Ich habe mich die letzten Tage Stunden hinguckt, dass ich TS mache, dass ich den ganzen Scheiß mache. Loki haut sich hin und macht den Rest. Wenn ihr das nicht braucht, dass ihr mit anderen spielen wollt, dann lasst es. Aber wenn ihr das haben wollt, ne Ali, ich weiß nicht, ich kenne keinen persönlich von den meisten. Deswegen weiß ich es nicht persönlich. Ich kenne nur die CEOs und ich weiß, was die CEOs gesagt haben. Die CEOs wollten das Projekt. Dann gehe ich davon aus, dass die Korb dahinter steht. Ich habe in meiner Korb schon genug Schwierigkeiten, weil manche quertreiben und rumspinnen. User joined your channel. Nur, das gehört dazu, weil es Menschen Menschen sind. Ich nehme jeden Menschen. Wenn ihr persönlich ein Problem habt, ganz ehrlich, ich biete euch eins an. Dann sagst du, Charlie, ich komme zu dir, ich quatsch mit dir. Dann sagst du, was ihr wollt. Ich gehe gern drauf ein. Aber ich habe keinen Bock, dass nochmal so ein Fleet abraucht wie heute, dem Gegner maßlos überlegen ist und trotzdem keine Chance hat, weil manche Leute einfach nicht zuhören wollen, spielen wollen oder sonst irgendwas. Dann spart es euch. Und das ist nicht böse gemeint. Dann geht's in der Highsec-Korb, in der NPC-Korb, spielt's bei der, habt so ein nettes NPC-Leben, aber lebst damit, dass ihr Eve nie spielen werdet, wie es Eve ist. Eve besteht aus der Community. Eve besteht aus Menschen. Und das wirst du in Eve nie wegkriegen, wenn du in Eve das haben willst, was jeder Einzelne haben will. Und da gibt's klare Strukturen. Und ich bin heute ziemlich streng. Ich bin heute auch ziemlich angefressen, weil ich persönlich jeden Alilos, den nehme ich persönlich für mich. Vito. Aus FC. Nicht, weil sie Leute verloren haben. Ich weiß, wie das wurmt. Mich wurmt mein scheiß Faken-Loss heute genauso. Aber ich habe gewusst, die Faken stirbt heute. Weil die Fleet nicht zu weit ist. Aber ich habe euch eine Chance geboten, einen Fight zu fighten, den wir gewinnen können. Und hätten alle das ein bisschen gemacht, was ich sag, dann hätten wir jetzt eine gute Chance gehabt, das zu gewinnen. Nächster Versuch morgen. Nächster Versuch übermorgen. Ich gebe nicht so schnell auf. Nur wenn es auf Dauer nicht funktioniert, ich bin auch so fair und ehrlich und sage euch, ich schmeiß meinen persönlichen Korb hin und ich gehe zu meiner alten PvP-Korb ins 0-0 und bin weg. Weil Eve für mich immer PvP ist. Loki wollte einen PvP-FC haben, deswegen bin ich in der Korb. Ich wollte ein bisschen Backup für meine Leute, dass sie ein bisschen mehr Spaß hat, mehr zusammenbrotten können, ein bisschen mehr Community und Menschen. Wenn ihr das alle nicht haben wollt, dann lasst es. Und wenn einer das Maul nicht aufgeht oder sagt, was er will, und alle jetzt da hocken und denken sich, oh scheiße, Wardeck und blöd und kacke,
Das Loki-Projekt ist auf Slowsec ausgelegt. Das ist jeden Tag so. Und das, was wir jetzt haben, ist harmlos. Das, was wir jetzt bekämpfen, ist der Abschaum für Eve. Weil wenn sich dann mit Nullsec oder Lowsec Alice oder Piratenkorb anlegst, die fahren ein bisschen mehr auf als das, was wir heute erlebt haben. Das muss vielleicht klar sein. Ganz kurz ein, zwei Sachen zum Thema Lowsec, Nullsec. Die Leute warten nicht darauf oder haben irgendwelche Scouts oder so. Die stehen hier hinterher im Lowsec. Da durchwurft, ist eigentlich sofort kaputt und da gibt es auch kein Wenn und kein Aber. Und dann ist das Kack egal, ob ihr neutral seid, ob ihr, keine Ahnung, in einem Titan unterwegs seid oder ob ihr in irgendeinem Jumpfrachter unterwegs seid oder sonst was. Die nehmen euch, ich kenne es selber, ich bin hier auch mit beigetreten aus dem einfachen Grund Projekt Loki und das beruht einfach auf eine komplette Gegenseitigkeit. Und das heißt einfach, entweder es greifen alle Zahnräder ineinander ein und es auch ganz so, dass das Thema ist, hier gibt es ein paar Leute, die ein bisschen was zu sagen haben, aus dem einfachen Grund, damit die organisieren. Ledger, ganz kurz, eins wollte ich noch sagen. Ledger ist ein bisschen strenger, nur ich will die Robal-Leute, Robal alle anwesend, Electric, ja. Ich auch, Juna. Gut. Auch da. Wir wollen euch nicht vernachlässigen. Ich weiß, ihr seid mit Abstand die größte PvE, Brodder und sonst was Korb in der Alli. Ich weiß das. Ich will euch da nicht außen vor lassen. Deswegen waren wir heute da. Aber ich will, dass ihr genauso mitmacht. Ich will, dass jede Korb in der scheißverfickten Alli mitmacht. Das, was angegeben wird. Momentan haben wir War und das ist noch harmlos im Gegensatz zu dem Projekt, was Loki vorhat. Ihr kennt Eve nicht einmal ansatzweise. Leute, die jetzt 3 Monate... Charlie, oder? Jetzt reicht's dann. Nein. Okay, doch, pass auf. Es ist so, okay, wir haben keine PvP-Piloten, aber trotzdem, wir haben halt 25 Mann gefieldet. Wir haben von jeder Korb welche dabei gekauft. Das war's, da leckt's mir am Arsch, echt. Na, Charlie, du hast eh recht. Aber Leute, trotzdem. Danke, dass du alle gekommen seid. Thanks for coming. 25 Leute ist richtig geil. Und ja, man mag jetzt meinen, was man will, aber in Cruisern gegen Battleship abzudocken, im sozusagen Dings, das ist Advanced Warfare. User, dafür sind wir einfach noch nicht bereit. Charlie ist raus. Alles Gute, ich wünsche euch das Beste und viel Spaß mit eurem Scheißhelf. Das ist mein Ernst. Charlie, wir reden nochmal in Ruhe. Nee, Ledger, du hast gestern gesagt und ich gebe dem Ganzen so viel Zeit, wie ich brauche. Ihr nehmt das mit, was ihr mitnehmen möchtet, aber ich gehe jetzt zu meiner alten Korbe da. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem ganzen Scheißzeug. Könnt ihr euch beim Loki bedanken? Ich habe so viel investiert, ihr habt so viel Zeit investiert. Und ihr habt da keinen Bock mehr drauf. Und wenn die Leute es blöd dafür haben, soll dann ein Brauskrieg spielen. Und ich Charlie, bin da. Du bist der. Du bist der super FC, aber du gehst von so hohem Standard aus. Ich gehe nicht von so einem hohen Standard aus. Es gibt Grundregeln. Entschuldigung, wer so blöd ist, mit einem Frachter abzudocken, wenn War ist. Und die Leute, wie hast du gesagt, dass sie abdocken sollen und trotzdem abdocken. Sorry, verstehe ich nicht. Warum muss ich mit meinem Shiny Faction Schiff abdocken, wenn War ist? Warum? Lass mir mal 2 Tage Zeit. Vertraue mir den Menschen, wo was sagen, wo ein bisschen Ahnung haben vom Spiel. Na, muss man trotzdem mal. Warum? Charlie, du hast alles recht, aber das ist einmal unsere Schuss, Basis ist wieder unter Beschuss. Unsere Basis ist wieder unter Beschuss. Ja, scheiß auf euer Boss. Ja, danke, alles klar. Tschüss, du wolltest zu Bett. Gute Nacht. Your channel. So. Na, aber das ist Blödsinn. Und zwar, man muss einfach mit uns anders spielen. Wenn man mit uns sagt, okay, man hat eine Flotte und dann dockt man. Und dann sagt man macht Pause und dreht drüber, dass man ins Lose geht. Dann muss man halt vorher einfach xen, bevor man was macht. Wir sind kein Elite-PvP-Korb, noch nicht, und das dauert einfach. Und das Hauptproblem ist, dass die Leute jetzt, Loki und Charlie, einfach nur ihr PvP sehen und darin den ultimativen Sinn dieses Spiels sehen. Jona, aber nicht alle machen das. Jona, ich hab da überhaupt keinen Bock drauf. Ruhe jetzt, Ruhe. Okay, ja, mach ich doch gar nicht, kurz. Nur, hey, alle sind ruhig, sonst würde ich hier erstmal gleich den ganzen Channel. Folgendes, Juna, ganz einfach, ihr seid eine Podcorp. Wunderbar, kein Thema, dürft ihr auch weiter bleiben, auch in vollem Umfang. Zweiter Punkt,
Für eine Podcorp, um weiter produktiv und effektiv wachsen zu können, könnt ihr euch entweder Rent a Space machen im 00 oder ihr könnt euch einfach dem Ganzen anschließen und sagen, okay, ein Standardmaß an PvP ist dabei, um unsere Produktionsstandorte zu sichern und auszubauen. Das ist einfach der Punkt. So, dann heißt es aber auch, okay, jeder von der Podcorp muss mindestens ein Standardmaß an. Da kommt gar nichts mehr von dir. Ihr werdet nicht dazu aufgefordert. Extreme PvP. Standardmaß hat man gehört, da warst du weg. Ein Standardmaß an PvP aufzubieten. Ihr müsst kein Extreme PvP oder sonst was machen. Dafür gibt es andere hier, die das gerne machen. Ich gehöre auch nicht zu den PvP-Extremern. Überhaupt nicht. Also ein paar kleine Sachen müssen einfach gemacht werden. Das mit Charlie, er hat jetzt einfach ein wenig überreagiert, wo ich ihn auch in Teilen drin verstehen kann. Ich bitte das einfach. Ja, das ist sehr temperamentvoll. Es ist passiert. Ich bitte euch das Ganze jetzt als FC. Relax, ja. Es bleibt trotzdem jetzt zum Sorgen am Schluss. Ich meine, immerhin, wir haben eine Post verteidigt. Okay, ist ja jetzt egal. Es war Krieg. Wir haben alle gemeinsam eine Post verteidigt. Wir haben 30 Leute gefehlt oder 25 Leute gefehlt. Das war mehr, wie alle erwartet haben. Alle haben ein Shipset gebraucht, das in die Flotte gepasst hat. Und ja, natürlich verliert man die ersten Schlachten. Ist klar. Und man sollte vielleicht ein bisschen das Tempo runternehmen in der Flotte selber. Vielleicht ein bisschen mehr erklären. Ich weiß, es ist mühsam für alle, die das schon länger gemacht haben, weil wir haben das alle schon 100-mal erklärt in irgendwelche Flotten. Aber trotzdem, also ich finde das jetzt großartig, die Ob, wie es gelaufen ist. Okay, wir sind gestorben am Schluss. Aber vielleicht ist das Andocken und direkt kämpfen auch noch nichts für uns. Weißt, das ist alles schon Advanced Warfare. Und für die Rover-Leute, wir haben eure Post verteidigt. Okay? Wenn ihr euch wie anderen Krieger geleitet, hättet ihr das auch nicht abbaut, weil ihr habt Zeit gehabt und ich habe gehört, dass wer gesagt hat, nein, mich freut das jetzt nicht alles abbauen. So, und ich gehe jetzt ins Bett. Mir hat die Aktion trotzdem einen Spaß gemacht. Okay, aber Schiff um 30 Millionen verloren, who cares? Auf jeden Leute, Fall, ich weiß Dank. Nicht, wie das bei euch ist, aber können wir vielleicht ganz kurz nüchtern den Kampf betrachten? Jetzt ohne irgendwelche Emotionen oder sonstigen Scheiß da reinzuwerfen, sondern einfach eine nüchterne Betrachtung von dem, was überhaupt passiert ist. Ich glaube, viele, da schließe ich mich auch gerne ein, haben überhaupt nicht mitgekriegt, was eigentlich passiert ist, nachdem wir abgedockt sind. Weil die ersten paar Schiffe sind in no time rausgenommen worden. Hat irgendjemand, der noch relativ lange da gestanden hat, überhaupt gesehen, was passiert? Ja, kann ich euch ganz... Weil ich weiß zum Beispiel, dass der Blackbird ist als erstes weggehauen worden. Der ist sofort gejammt, gescrambled und alles worden. Und das geht, kann man mit Battleships machen, weil die haben einen höheren Buffer-Tank, aber mit Cruisern ist das einfach meiner Meinung nach nicht richtig gewesen, dass die dann so auf der Station campen. Ja, aber ich will mich da auch nicht einmischen, das ist auch FC-Entscheidung, das ist mir auch wurscht, okay, wie gesagt, wir haben ein Schiff verloren, ist völlig egal. Aber okay.
Im Moment geht es nur darum, wir haben ein Wardeck und wir müssen unsere Post verteidigen und für das haben wir 25 Leute gefiltert. Und das ist mehr, wie jede Korb von uns vorher geschafft hat. Fertig. Das auf. Wenn er sich, dann warst du weg. Für uns war er nicht. War er da. Okay, Entschuldigung. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt einfach, es hilft eh nichts. Ich würde sagen, einfach Loki schickst eine Mail raus, was dich bei alle bedankt, dass sie mitgemacht haben und toll und super. Und mit Charlie redst einfach einmal in Ruhe. Trotzdem würde ich jetzt gern wissen, was da passiert ist, weil ich für mich habe nur mitbekommen, wir haben abgedockt. Es wurden mehrere Ziele angesagt, von denen ich nicht genau wusste, was First Target war. Und ich habe dann mitbekommen, dass einige geplatzt sind. Das war, glaube ich, das Problem dabei. Also es ist in der ganzen Aufregung ein ganz klein wenig untergekommen. Es ist Folgendes passiert. Es ist abgedockt. Dann wurden Ziele angesagt. Der und der. Und ich vermute einfach mal, dass der ein oder andere in Panik geraten ist und anstelle erstmal Chieltagner und alles zu checken, direkt das Ziel gesucht hat. Es bedarf auch einer gewissen Übersicht hier drin, das Ganze im Overview das Ganze zu haben. Demnächst einfach ganz so. Also das ist Punkt 1. Punkt 2, die haben natürlich darauf gewartet und sofort aufgeschaltet. Ist natürlich klar. Punkt 3, oder ist das jetzt schon 4? 3. Sondern einfach nur eine nüchterne Betrachtung. User joined your channel. So, versuchen wir doch das Ganze nochmal. Ja, ich glaube Cache-Speicher voll und alles Mögliche. So, wo waren wir gerade stehen geblieben? Der ist einfach pissig und das kann ich auch verstehen. Es werden Infos durchgegeben. Charlie wollte ein bisschen Fleet Commander machen und dergleichen und muss sich um alle möglichen Ali-Sachen auch noch mit kümmern. Vielleicht war es wirklich ein Fehler am Anfang, da irgendwie das Ganze in so einer großen Runde zu machen, nach dem Motto, ja, wer will denn hier und da und dort machen. Vielleicht hätte man von Anfang an sagen müssen, so und so und so läuft es einfach. Von meiner Seite. Das soll bitte nur ein ganz konstruktives Gespräch werden. Nein. Ja, klar.
Nein, das stimmt. Nein. Ich glaube, was ihn am meisten ärgert, ist einfach die Ignoranz, dass auf einige Sachen nicht gehört wurde, die weitergegeben wurden. Moment mal bitte. Einmal kurz Ohren zuhalten. So. Und dass eben da diese 6 Milliarden Kills stehen. Das nervt. Das fuckt mich auch ab. Ja klar, aber trotzdem, das darf nicht vorkommen. Ja, aber jetzt pass auf. Jetzt geht's schon damit los und das war gerade für mich im Endeffekt so das Paradebeispiel, wo ich sage, so kann es nicht gehen. Da sagt einer von den Rowald-Jungs, ja, ich will eigentlich nur auf Industry machen. Ne? Das geht nicht. Wenn, und das ist deine Sache, und da... Gut. Nee, ich meine, du kennst ja auch meine Meinung zu den ganzen Themen. Und damit ist für mich die Sache gegessen. Ich gucke mir das auch noch ein bisschen an. Muss ich natürlich auch überlegen, wie geht das Ganze weiter, ne? Ich meine, ne? Ja, warum ich dich einfach nur bitte, zeig einfach in den nächsten Tagen, nur in den nächsten Tagen, ein bisschen mehr Präsenz einfach. Dann auch die ganze Sache ist scheiße gelaufen. Von wegen, wie machen wir das heute mit den Schiffen? Ne? Oder gestern war das. Gestern oder heute? Bitte? Ja? Ja gut, ne? Demnächst einfach so cool reagieren. Ach so, ja, so war das gemacht. Dann sprich kurz mit mir. Ich wusste davon ja auch nicht viel. Ne? Solange wir drei oder wir vier, du, Charlie, Carlis und meine Wenigkeit, einfach vernünftig Kommunikation halten, ist alles bestens. Ja, das ist bei dem Bazi so. Ja, und deswegen sage ich ja, das Ganze muss gemacht werden. Und ich möchte einfach auch nur, dass die Führung von Rowald genau weiß, das, was die gemacht haben, ist der größte Scheiß, den es gibt. Fertig, aus, Ende. Und das muss man denen auch ganz klar so sagen. Und ich bin gespannt, wer am Wochenende jetzt dabei ist. Genau. Ja, eigentlich ja. Ja, klar.
Ja, du, mit du mir brauchst du das nicht zu erzählen. Ich guck mir das Ganze an. Dann ist die Sache für mich gegessen. Ich biete da irgendwelche weiterführenden Kurse an, Scout-Training dergleichen, kann jeder mitmachen. Nur ich sag auch, wenn da keine Resonanz kommt, dann denkst du dir natürlich auch, okay, nee, dann brauche ich das nicht machen. Okay, gut, ja, das finde ich super. Deswegen sagte ich ja, ich stehe da 100% hinter dir. Nur das muss dann einfach in Ruhe und alles strukturiert jetzt angegangen werden. Genau. Ja, wunderbar. So, sollen wir nochmal wechseln, gucken, ob wir nochmal Charlie cashen oder... User disconnected from your channel. Channel nicht, allein, your channel. Nicht allein zum Schweigen, sondern zum freudigen Gehorsam zwingt. Alle anderen Eigenschaften mögen vielleicht durch einen guten Generalstab ersetzt werden. Die Haupteigenschaft nicht. Niemals. Und eins meiner Song für jeden, wo ich überreagiert habe, ist so mal leid. Es war nichts persönlich gemeint, aber es war einfach so, dass es für mich persönlich ein bisschen zu früh war die letzten Wochen. Behalte die Willensstärke bei. Das solltest du auch sagen. Ich mach's gern für euch. Echt. Aber dann war ich Olli aber wirklich in der Einheit. Und kein Mimimi mehr, kein Robal. Kann man das als Sexspielzeug benutzen? Ja, kannst du auch. Kannst den Arsch schieben von vorn von hinten. Nee, kein Problem. Robals, kommuniziert es bei euch. Ihr seid so Körper aus der Ali. Wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr neue Scouts braucht, Maul aufmachen, kommen, sagen, wir sind da. Okay? Ja. Hast du das mal verstanden? Ihr seid nicht die PvE-Noobsteppen, sonst irgendwas in der Alli, die jetzt einen Scheißdreck auf dem Killboard produziert haben. Nee, Maul aufmachen, kommen, sagen, hey, gut, wir brauchen da und da Scouts. Wir sind da, wir helfen euch. Wir haben Fletty und The Fast For You Outcorp, wir haben nur Alle Scouts, die da sind, die helfen. Dann sagst du, ich gebe da Mille oder zwei oder ich gebe da einige Scouts, whatever. Aber die helfen. Da müsst ihr aber auch im TS da sein. Deswegen seid bitte mehr organisiert in einem Channel, wenn es Hilfe braucht. Doch zwar nimmer ab in Frachtern, doch zwar nimmer ab in Shiny Faction Chips. Zu den Frachtern. Also ich habe hier einen Zweitjar und das glaube ich haben viele andere auch.